Ja, hallo ihr Lieben, das ist schon mal Patrick Paul, Beziehungscoach und so weiter. Und wir haben eine Nachricht von der Katrin Kola und die bezieht sich auf mein Video zu Female Choice und den Effekten von der derzeitigen Genderpolitik auf Männer, sehr negativ sind, meine ich. Und sie hat aber einen Punkt hier, muss ich wirklich sagen. Sie hatte eine Sache kritisiert, hat mir Aileen auch schon gesagt, muss sagen, ja, man kann natürlich auch nicht immer jeden Punkt, aber ich dachte mir, wo das jetzt auch als Mail nochmal kam, nehme ich nochmal auf. Und sie schreibt Folgendes. Haushalt, männliche Polarität, unsexy Mutter-Kind-Dynamik zwischen Partnern. Lieber Christian, ich beziehe mich in deiner Mail auf dein letztes Video zu Female Choice und möchte hier einen wichtigen Aspekt rausgreifen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die Dame diesen Artikel sehr polarisierend formuliert hat. Aber wie du eine Rückmeldung unter dem Video vielleicht bemerkt hast, pflichteten dir zwar ganz viele Männer bei, aber einige Frauen meinten, irgendwie hat sie einen Punkt. Ich denke, vielen ist nicht ganz bewusst, wie viele Männer es da draußen immer noch gibt, die enorm unselbstständig sind. Vor allen Dingen, was den Haushalt und die Care-Arbeit betrifft. Ja, muss ich dir recht geben. Ich glaube, viele Männer ziehen sich da raus und sehen nicht, was die Frau alles macht. Gerade, also ist ja auch ein genau der Begriff in diesem Zusammenhang, denke ich. Care-Arbeit ist ja nicht nur den Müll rausbringen, wenn der Mann es nicht macht, sondern Care-Arbeit ist ja auch manchmal auch Angehörige pflegen und all die Sachen. Und ja, muss ich sagen, gebe ich dir komplett recht. Und wie wenige Ansprüche da hingegen in den letzten Jahrhunderten an Männer gestellt wurden. Ja, also gut, dass die letzten Jahrhunderte, dass wir da Patriarchat des Grauens hatten, also müssen wir nicht drüber diskutieren. So, ne? Aber ich denke, jetzt sind wir in einer ganz anderen Phase, aber ich muss dir natürlich recht geben, also wenn ich jetzt an Care-Arbeit denke, muss ich natürlich recht geben, da haben wir sicherlich noch keine Gleichberechtigung erreicht. Also das habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht in dem Video. Ja, kann ich dir nur recht geben. Nicht umsonst berichten viele Zweifachmütter, dass sie eigentlich drei Kinder zu Hause haben. Ja, habe ich in der Paartherapie auch häufig gehört. Und nein, daran sind nicht hauptsächlich die Partnerin schuld, wie dieses Beispiel für Müll raustragen bestätigt. Warum müssen einige Männer eigentlich ständig darum gebeten werden, etwas im Haushalt zu machen? Auf der anderen Seite, ich fand es trotzdem ein bisschen überspitzt, das Video, weil da wurde ja so gesagt, Mann, Männer machen grundsätzlich gar nichts. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt und der ist auch absolut valide, ja. Auf der anderen Seite wird die Wäsche wie von Zauberhand von ihr gemacht, wenn der Wäschekorb voll ist, ohne dass sie jemand drum bittet. Durch unser aller Prägung fühlen sich Männer offenbar nicht automatisch dafür zuständig, wenn eine Mama im Haus ist. Ja, jetzt muss ich nur ein bisschen einschränken sagen, das ist aber wirklich eine Mini-Einschränkung, ist auch die Frage, ob du als Frau das dann automatisch übernimmst, obwohl der Mann eigentlich gar nicht drum gebeten hat und der vielleicht, weiß nicht, hat er vorher die Wäsche selber gewaschen und dann seid ihr mehr zusammen und du wäschst kommentarlos seine mit. Vielleicht müsste man es dann manchmal schon auch sagen, ich würde es gut finden, wenn wir die Aufgaben aufteilen. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Frauen das dann nicht einfach automatisch machen. So, ne? Studien bei homosexuellen Paaren haben übrigens ergeben, dass es dort gerechter zugeht, weil eben diese Rollenzuschreibungen fehlen bzw. neu ausgehandelt werden. Ich meine allerdings, dass es eine Studie geben würde, dass Männer, die viel im Haushalt machen, dass die weniger Sex haben. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei, ich gucke mal gerade, ob das so ist, dann packe ich das dann mal drunter. Gut, jetzt so eine Studie ist auch immer keine Studie, sage ich eigentlich immer. Ja, da ist es, hilft ja im Haushalt, gibt es weniger Sex, ja, packe ich mal da drunter. Jetzt muss man natürlich immer sagen, das sind Korrelationsstudien, das heißt, hier steht, oft wünschen sich Frauen Unterstützung ihrer Männer im Haushalt. Eine aktuelle Studie gab allerdings, dass Kochen, Putzen und Co. Helfende Männern für die Partnerin sexuell unattraktiv werden. runterführst der Rollentausch. Wir reden scheinbar über eine spanische Studie hier. 4000 Paare. Obwohl die Frauen sich von ihren Männern mehr Mithilfe wünschen, scheint die Umsetzung von Haushaltsarbeiten in der Tat negativ
auf das Sexleben der Putzkandidaten auszuwirken. Das ist auch krass, ne? Was sagt ihr dazu, ne? Laut den Autoren fühlen sich kochende und putzende Partner eher wie Geschwister als wie zwei Menschen, die eine Liebesbeziehung führen. Ja. Allerdings steht hier auch, dass Männer ihre Arbeiten, die so gendertypisch sind, auch nicht alle ausführen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, also das sind ja, ich vermute mal, ich habe die Studie jetzt hier nicht im Original, dass das Korrelationsstudien sind. Da kann natürlich auch sein, dass Männer, die das mehr machen, dass die sowieso schon bestimmte Merkmale haben, die dazu führen, dass sie sowohl mehr helfen im Haushalt, als auch vielleicht nicht in ihrer Polarität sind, das wissen wir jetzt nicht. Aber selbst wenn das jetzt so wäre, bin ich mir ganz sicher, weil ich finde absolut, dass es Arbeitsteilung geben muss und Männer müssen ja nicht mithelfen, sondern können ganz klare Aufgaben übernehmen, was auch nicht, was daran jetzt unmännlich wäre, ehrlich gesagt, wenn die einfach eine Arbeit zugewiesen bekommen, meinetwegen Wäsche waschen. Nur dann darf die Frau auch nicht reinreden, ne? Muss man immer noch machen lassen. Das war in ein paar Therapien immer ganz häufig Thema. Aber ich bin wirklich super gespannt auf eure Kommentare. Schreibt das doch mal rein, was ihr dazu denkt. Gut. Es ist also eine Zeit, dass sich etwas ändert. Ja, aber dann müssten die Frauen auch gucken, dass sie es nicht unattraktiv finden, ne? Und die Frauen dann gehend ihre Ansprüche hochschrauben. Ja, aber grundsätzlich bin ich da ganz bei mir. Die Rolle des attraktiven Versorgers bezieht sich heutzutage für mich nicht mehr nur auf den finanziellen Aspekt, sondern auch auf praktische Dinge. Man ist in der Lage, eine Woche lang die Kinder gesund zu ernähren, nicht nur vom Käsetoast, er weiß, wie viel Grad Wolle er waschen darf und muss nicht in jedem Handgriff im Haus noch einmal extra gebeten werden. Das sind nämlich Dinge, die von einem erwachsenen Menschen eigentlich nicht zu viel verlangt sind, sondern in meinem Haushalt und in den meisten Freundinnen von mir keine Selbstverständlichkeit sind. Und gerade diese Männer wundern sich dann, wenn bei der Partnerin kein sexuelles Verlangen mehr aufkommt, wenn sie unfreiwillig in diese Mutterrolle gedrängt wird, obwohl man noch keine Kinder hat. Viele Männer verwechseln weibliche Polarität damit, dass ihnen alles abgenommen wird, wie es ihre Mütter bei ihnen und ihren Vätern gemacht haben. Für die Frau ist das aber extrem unattraktiv. Es hat nämlich gar nichts mit männlicher Polarität zu tun, sondern mit erwachsenem, eigenverantwortlichen Verhalten. Weiß nicht, ob das für ein Video taugt. Auf jeden Fall möchte ich auf diesem Weg von ganzem Herzen deine Arbeit danken. Deine Videos und Kurse haben mir schon vor 5 Jahren aus einer ungesunden Beziehung geholfen und ich habe jetzt deinen Podcast wiederentdeckt, den ich zu mehr Belustigung höre, vor allem wenn du dich zu Recht wieder über Dreiecke aufregst. Mach weiter so. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass manche Menschen in toxischen Beziehungsdynamiken genau diese wiederholenden verbalen Watschen und deine Art brauchen. Ja, jetzt habe ich, weiß nicht, ob ihr das schon wisst, ich habe ja bei zumindest einem Kind war ich zu Hause. Ich habe Erziehungsurlaub genommen und war insgesamt 2 Jahre zu Hause, glaube ich. Und also hauptverantwortlich, habe gekocht, Wäsche gewaschen, Wolle gewaschen. Und das ist jetzt allerdings 20 Jahre her, muss ich auch dazu sagen. Und ich fand das, was mein Kind anging damals, fand ich das eine super schöne Erfahrung. Was das Gesellschaftliche angeht, fand ich das zum Kotzen, sage ich ganz ehrlich, weil mich haben die Mütter nicht reingelassen, so, also zumindest so meistens in ihre Kreise. Ich wurde da sehr misstrauisch beäugt in diesen Mütterspielgruppen. Und das war auch war auch ganz deutlich, dass mich das nicht irgendwie sexier gemacht hat. Das muss ich irgendwie ganz klar sagen. Aber was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt, wie ihr das seht und wir sehen uns bald wieder.